Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Hogwarts Legacy mit Gareth Yanto McDowell hier. Wir sind hier in einem wunderschönen Aufenthaltsraum, ich sagen. Wir sind gerade hier aufgestanden von dieser Couch. Leider kann man sie im Spiel nicht hinsetzen. Das wäre schon cool. Egal, nicht so wichtig. Das ist nicht so schlimm. Ist eine Truhe, die haben wir schon geöffnet. Denn wir befinden uns hier, vielleicht kennt das ein oder andere noch. Das hier ist der Verwandlungsklassenraum. Irgendwo ist er hier in der Gegend. Das ist die Zauber. Ist die Zauber. Bin mir ein bisschen unsicher, auf jeden Fall. Ne, hier ist Zauberkunst, richtig? Ja, das ist das Zauberkunstklassenzimmer. Genau. Warum sind wir hier? Zum einen. Ja, machen wir mal durch wieder, danke. Zum einen ist hier ein Rätsel, welches wir enthüllen werden. Dann schauen wir mal. Wir haben die 3 und die 0 bleibt die 2 übrig, nämlich das ist ein Grabhorn. Ich glaube schon, da ist es. Und das Einhorn, die 4, das Einhorn ist eine 1, macht 5, sind 7 auf die 12. Und die 7 ist dann unser komisches Tentakelfieder. Das da. So, voilà, perfekt. Auch dieses Rätsel ist damit gelöst. Tja. Wie ist ja interessant, dass hier so ganz viele Statuen sind. Okay, da kommen wir noch nicht rein, zu den Truhen da. Okay, gut, dann haben wir das. Und jetzt gehen wir hier hoch, denn wir sollen uns jetzt mit Professor Weasley treffen. Ja, denn endlich, ich habe wahrscheinlich lange drauf gewartet, geht es zum lang ersehnten. Mystus, richtig. Raum der Wünsche. So. Na dann, fangen wir den Auftrag an. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Wir laufen dreimal hin und her. Und voilà. Ploppt der Raum der Wünsche auf. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Charmant, aber doch gleichzeitig so. Was ist das? Geh mal lieber vor. Oh, denk mal, noch eine Ladesequenz. Können wir gleich mal wieder zurücklehnen, entspannen und warten, bis es geladen hat. Yay. Finde ich echt schade, dass es eine Ladesequenz ist. Wäre cooler, wenn es keine wäre. Was ihr könnt, ist das Teil von? Weiß. Vielleicht ist es auch sonst irgendwo in der Welt unterwegs, aber ist das auch irgendwo. Ist das vielleicht der Eingang zum, zu unserem Außenbereich vom Ding, den wir dann kriegen? Vom Raum der Wünsche jetzt? Wo wir dann unser Teewesen zwangen können. Endlich kriegen wir unsere Knuddelmucks, die vor Hogsmeade lauern. So. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Und zusätzlich noch dreimal. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Oder wir sprengen sie halt einfach weg.
Aber ist okay. Dann machen wir eben das. So, wir haben einmal Leerzeichen, Linksklick, Leerzeichen, F, Linksklick. Wird schon schief gehen, ja? Ja. Na, kommst du? So. Lernen wir Evanesco. Sehr gut, wir werden ihn wahrscheinlich gleich brauchen. Setz ihn, kann ich jetzt nur ein paar Rum ein. Zaubern Sie bitte Evanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Oh, gibt's sogar noch Mondstein. Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Ja, wir verfügen schon eine ganze Weile über Mondstein. Wir haben um die 100 davon. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ja, wird schon gleich vor uns auftauchen. Ist das, Herrje, meine alte Schultasche? Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dick finden? Ja, Professor. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Revelio. Naja, da hinten sind Kisten etc. Da auf. Oh mal. Okay, wir kommen nicht zu denen. Okay, gut, dann wir laufen durch das ganze Ding einmal durch. Können ja hier wahrscheinlich mit Evanesco nicht einfach alles hier wegzauen. Das geht natürlich nicht. So. Ja, das war's. Perfekt. Und noch mehr Mondstein. Rebellion. So. Hier sind ein paar Sachen. Voila. Na. Okay, sie will nicht. Dann kann ich das Speicherzeichen drauf springen. Vermutlich sollte ich da drauf springen. Da gehen wir auch noch hin. Aber scheint eh nur so ein. Okay, das war ein bisschen dumm. So, wir müssen das. Ja, nee, so nicht. So, wir probieren das nochmal. Wir gehen hier hin. Okay, komm, komm. Gareth, wir schaffen das. Okay. Ich wollte springen, das will er nicht. Das finde ich nur. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Er will nicht mit Leertaste, er will das Ganze damit. Ich kann mit Leertaste gar nicht springen, ich muss springen damit. Okay, ich bin dumm, Leute, vergesst es, okay? Also wir kommen hier nicht hoch, oder? Nee. Genau. Ich dachte wahrscheinlich, wir können auch hier wieder hochlaufen. Lass eine Runde trinken. Sehr gut. Noch was. Yo. Witzig. So. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Ja, schaffen wir schon. Revelio. Was hält den Eindringling auf? So was sind. Nein, nicht. Das ist nicht hilfreich, du Wertung auf dem Blech. Akio. Hey, ich will das da oben haben. Warum komme ich da? Kann ich da nicht ran? Revelio. Während dieses. Lassen Sie mich daran. Ja, war sehr gut. Perfekt, weiter geht's. Rebellion. So, wo sind die nächsten Sachen? Da ist noch so ein Ding. Hier haben wir jetzt alles. Wir schneiden wen.
Also kommen wir hier hoch. Hier können wir zumindest einmal das wegnehmen. Wir müssen eh in die Richtung hier weiter. Mir ist empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Welches Ding. Können wir Toilette einmal spülen. Okay. Da sind kleine Sachen halt. Den können wir laufen lassen. Jo, hier noch. Ganz viele Lampions. Aber wie kommen wir an den ran? Wahrscheinlich kommen wir wahrscheinlich aber nicht mehr dran. Kein Hauself ist hier zurechtfinden. Ach, kommen wir zu dem nochmal hin? War wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich brauchen wir das blaue Ding nochmal. Wir müssen es nochmal mitnehmen und dann da nochmal hochklettern. Ich werde schon wissen, was da drin ist. Wo ist der Ingelus denn? Dem hier. Kann ich weiß, kommt man da hoch. Ah, okay. Wir können es auch einfach runterkicken. Diesmal geht's. Dachte nicht, dass das geht, weil es vorhin auch nicht ging. Na gut. Laufen wir weiter. Durch den Pseudo-Dungeon. Einmal weg das Ganze. Was war das? So. War das ein goldener Schnatz? Kann sein. Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Alter Dorfbewohner, mach ich kirre. So, okay, wir haben hier eine Kiste. Levioso! Wir kriegen die Kiste gerade nicht raus. Komm, trink! Depulso! Okay, wir kriegen die. Kommen an die Kiste nicht dran. Ah, wir werden. Klar. Akio. So. Freimachen. Dann kommen wir hier rein. Rebellio. Und jetzt. Ich muss aber dahin. Akio. Bringt mir alles nichts. Welche kann ja nicht zerstören in irgendeiner Art und Weise. Kommen wir da hinten rein. Ja, wir brauchen das hier so. Können wir das nutzen, um gut drauf zu klettern? Oh Mann. Nee. Ich glaube, hier geht nichts. Aber wir können das Ding ja mal mitnehmen. Und hier durchgehen. Okay. Wir müssen das erst dahin bringen und dann. Komm, steh auf. So. Und dann schauen wir, was wir durchkriegen. So. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das das letzte Lösung sein wird. Nein, nicht. Okay, jetzt bin ich überfragt. Kann ich dich wegkicken? Nein, hier. Ja. Sieh ganz dran. Aber ich kann hier nicht drüber. Wollen jetzt an diese Kiste hier hinten rankommen. Okay, so geht's nicht. Vielleicht ging's doch von außen und ich war einfach nur dumm. Könnt's doch mal probieren. Holen jetzt die Kiste nochmal rüber. Ja, so sehen wir das jetzt zum Beispiel so. Ja, nein, und jetzt. Akio.
Musik ein bisschen drehen. Weiß nicht, ob das klappt. Wahrscheinlich klappt es nicht. Dieses Ding sieht wie gemacht dafür aus. Die da reinzukicken eigentlich. Ha! Wir kommen hier nicht rein. Ah ne, ich will. Ich hol das Ding mal wieder weg. Ha. Was sehen wir jetzt? Nein, das war dumm. Komm wieder her. Yo, what the fuck? Hab ich mit der Kiste gemacht? Jetzt habe ich gerade das Ding freigemacht. Nein, habe ich nicht. Ich dachte, komm schon, irgendwas freigesprengt. Nach dem Motto. Expelliarmus. Jo. Accio. Ja, komm, gib mir den Rahmen. Ah, das war dumm. Dachte ich, ich wollte mit Tab anvisieren, aber. Ha. Kann ich sie jetzt öffnen, die Kiste, Stefan? Ja, da ging gerade was. Okay, das Ganze ist also einfach nur ein blödes Azu-Spiel. Das hat mir jetzt keinen Spaß gemacht. So. Na, wait. Hier komme ich her. Hier geht's weiter. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Ich glaube schon. So. Ja, ist freigeschaltet. Ich kann auch nicht mehr sprinten. Schade. Dann laufen wir halt ganz langsam weiter. Da ist ein Hauself. Da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Er durfte die ganzen Sachen geschafft. Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Also lange. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. So geht das eigentlich nicht, aber wir machen das. Ist okay. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sodala. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Okay, gut. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah,
Der Raum der Wünsche hat ihnen ein Schreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Das müssen wir auch machen. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Ein Schreibtisch der Beschreibung freigeschaltet. Nutze ihn, um die magischen Eigenschaften all der nicht in der Ausrüstung zu entfüllen, die du dann hast. Jo. Okay, ich nehme was mit. Das sehen können. So. Identifizieren. Das sind die zwei Sachen, die wir alle freigeschaltet haben. Da was? Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Ja, das ist gut möglich. Ja, ich kann ja absolut alles abhängen. Ja, müssen wir sprechen. Was mal? Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Haben wir schon. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Okay, wir haben das nächste Ding, der Beschwörung. Hier. Wir haben einmal Leertaste, dann nochmal Leertaste F, Linksklick und Leertaste. Okay, let's go. Sehr gut, Schwungszauber. Der Gegenzauber letztlich zu Ivanesco. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Mondstein. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Ja, und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Damit waren dann die zwei eben hierhin statt. Sie ja bereits aus ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Genau. Die zwei sind jetzt eben hier. So, Beschwörungszauber kennengelernt. Da werden wir jetzt einmal gleich mal zufügen. Das mal gegen Leviosa aus. So. Zaubertränke. Jo, okay. Kleine wissenschaftliche Tränkestation. Kleine botanische Tränkestation. Kleine elektrische. Und kleine gotische. Ach du Heilige. Hüpfende Töpfe. Oh Gott. Nehmen wir da. Ja, die kosten alle zwei. Nehmen wir die gotische hier. Ich kann mit Q und E kann ich mir noch anschauen. Mhm. Keine Ahnung, die sind irgendwie. Ich werde mich, werd mir diesen Raum auf jeden Fall noch ganz, ganz ordentlich einrichten, alles. Sie können Farbe noch ändern, du Heilige. Nochmal. Nur blau. Was war ultra hässlich. Und zu Ravenclaw passt. Es ist schwarze ganz okay. Gelb ist hässlich. Das ist zwar cool, wenn man viele Farben hat, aber das meiste sieht ja echt hässlich aus. Wir nehmen schwarz. Ich würde sagen, wir beschwören das Ganze. Sehr gut. Zurückhalten, verlassen. Ja. Okay, mit Trauertränke, wir haben Dekorationen, Statuen. Diese Sachen, die haben wir, die schalten wir über die Zeit frei. Indem wir Sachen finden. Oh, Kunstwerke ja schon einiges gesammelt.
Der Schreib ist der Beschreibungen, den haben wir ja schon. Und dann haben wir noch Kräuterkunde. So, wir haben das da hier. Wir haben den hier. Nee. Bei den Pflanztisch passt das ja eigentlich ganz gut. Wir ändern aber noch die Farbe. Das Grüne. Das Schwarze. Nehmen wir das Grüne. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen- oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Was mich interessiert. Ah, das können Sie gleich machen. Ihnen bei etwaigen Fragen ja, zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ja, über die, Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Gut. Ja, was über Deke? Mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Okay, gut. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Oh. Jo. Sammlung aktualisiert. Ja, genau. Die Sachen, die wir wegmachen, kommen in die Sammlung. Was mich jetzt interessiert, warum ich mache jetzt hier dieses Bild weg. Und ich jetzt... Kommen sind die Sachen neu dazu gekommen, alles. Können hier nochmal Teppiche. Also ich werde das Ganze, im Off einrichten, weil das dauert, würde sonst Ewigkeiten dauern hier. Das könnte man auch in einem Stream sowas gut einrichten, aber ich produziere so weit vor, also die Folge hier kommt wann raus? Irgendwann im Mai und wir haben jetzt Mitte März, also ich habe weit voraus produziert, deswegen genau. Macht jetzt hier keinen Sinn, irgendwelche Streams zu machen. Leider. Genau. Lass uns noch kurz machen, bevor wir jetzt hier gehen. Ich kann auch und noch einen Trank starten, das Donnergebräu hier. Das sollten wir starten. Oh. Wingardium Leviosa beibringen. Ach, sehr gut. Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Sehr gut, machen wir Professor Garlic. Gut, bevor wir jetzt weiter was machen, zum Beispiel das da hier drüben, beende ich diese Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir das Ganze doch in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.